Klassenbildung, der Podcast. Soweit dazu. Und ja, damit eröffne ich dann nun unser viertes Podium an diesem Tag, mit dem wir den antifaschistischen Kampf in den Fokus rücken möchten. Wir haben dieses Podium mal unter folgendes Motto gestellt: Umsturzpläne von rechts, Repression gegen links. Für all jene, die die Diskussion vielleicht später als Podcast nachhören, würde ich mich noch mal kurz vorstellen. Ich bin Jill vom revolutionären Medienkollektiv Klassenbildung und ich werde dieses Podium als viertes Podium hier auf dieser Klassenkampfkonferenz moderieren. Als im November letzten Jahres faschistische PolitikerInnen und KapitalistInnen in Brandenburg zusammenkamen, um Abschiebepläne im großen Stil zu schmieden, war dies kein singuläres Ereignis, was einfach so aus heiterem Himmel kam. Vielmehr ist dieser Schulterschluss von FaschistInnen aus den Kreisen von AfD, CDU sowie identitärer Bewegung und dem Kapital Ausdruck dessen, dass die faschistische Bewegung in den vergangenen Jahren ihre Theorie und Praxis aktualisiert hat und an Boden gewonnen hat. Heute zeigt sich die faschistische Bewegung in Deutschland als ein Sammelsurium von miteinander vernetzten politischen Kräften, vom Dritten Weg bis zur AfD, rechten Thinktanks und Medienprojekten, GeldgeberInnen und rechten Netzwerken in Polizei und Militär. Sie hat Masseneinfluss und konnte in den vergangenen Jahren verschiedene Protestbewegungen gewinnbringend für sich nutzen. Mit der AfD verfügt sie zudem über einen parlamentarischen Arm, der maßgeblich zum Rechtsruck in der politischen Landschaft in Deutschland beigetragen hat. Bei den bevorstehenden bürgerlichen Wahlen in diesem Jahr erscheinen größere Erfolge der AfD wahrscheinlich. Vielen Menschen bereitet das Sorgen. Die Korrektivrecherchen zum geheimen Treffen in Brandenburg haben indes breite Anti-AfD-Proteste auf den Plan gerufen, die jedoch bürgerlich dominiert waren. So haben VertreterInnen der Ampelparteien, die selbst für eine rassistische Migrationspolitik und die Verstümmelung des Asylrechts stehen, sich oftmals an die Spitze dieser Proteste gesetzt. Konsequentes antifaschistisches Engagement von links wird währenddessen mit staatlicher Repression überzogen. Wir möchten auf diesem Podium diskutieren, mit welcher Herangehensweise antifaschistische Kräfte in dieser Gemengelage agieren können oder auch sollten. Ich freue mich, dass es gelungen ist, hier verschiedene antifaschistisch aktive Organisationen zusammenzubringen und möchte diese Gruppen einmal kurz vorstellen. Wir beginnen mit der Northeast Antifa oder NEA. Dafür ist Marco hier in der halb rechten Position vertreten. Die Northeast Antifa oder NEA hat sich 2007 gegründet, als rund um den G8-Gipfel in Heiligendamm zahlreiche Linke aktiv wurden und sich die Repression verstärkte. Gegründet wurde sie als ein Zusammenschluss verschiedener Antifa-Gruppen der Berliner Bezirke Pankow, Weißensee und Prenzlauer Berg. NEA stellt damit heute eine der ältesten aktiven Antifa-Gruppen in Deutschland dar. Unter dem Label Siempre Antifascista beteiligt sich NEA an einer Vernetzung von Antifa-Gruppen in Europa, aber auch den USA und Russland. Ja, rechts daneben haben wir Daniel von der Kommunistischen Jugend. Die Kommunistische Jugend ist die Jugendorganisation des kommunistischen Aufbaus. Sie hat sich im Jahr 2017 gegründet. Aufbauend auf Lenins Analyse, dass die Jugend eine besondere Kraft im revolutionären Kampf darstellt, hat sich die Kommunistische Jugend zum Ziel gesetzt, dieses Potenzial für den Parteiaufbau in Deutschland zu nutzen. Die Kommunistische Jugend soll dabei ein Ort sein, an dem kommunistische Jugendliche voneinander lernen und sich weiterbilden können und an dem sie die Kraft entfalten, die kommunistische Bewegung zu erneuern. Die Runde wird komplettiert von einmal Mello und Lizzie von La Rage. La Rage ist eine antifaschistische Ostberliner Jugendgruppe und hat sich vor etwa über einem Jahr im März 2023 gegründet. Die Gruppe erkannte damals eine Lücke in der antifaschistischen Arbeit im Osten Berlins und hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese zu füllen.
Seit ihrer Gründung vor einem Jahr haben sie eine Vielzahl an Aktionen, Demonstrationen und Veranstaltungen organisiert, mit dem Ziel, die Jugend für stabile Politik zu mobilisieren und die Aufklärung zu rechten Aktivitäten im Kiez zu fördern. Mittlerweile besteht sie bereits aus zwei Ortsgruppen, eine in Nordost- und eine in Südost-Berlin. Ja, damit herzlich willkommen und wir beginnen mit verschiedenen Fragen, die wir jeweils spezifisch an diese Gruppen richten möchten. Wir würden beginnen mit einer Frage an Larage. Als antifaschistische Jugendgruppe im Berliner Osten seid ihr unmittelbar mit dort aktiven faschistischen Kräften konfrontiert. Was sind aus eurer Sicht die Schlüssel, damit Jugendliche sich im antifaschistischen Kampf organisieren, anstatt zu resignieren? Erstmal Dankeschön, dass wir heute hier sein dürfen. Wir sind vor allem konfrontiert dadurch, dass wir auch uns als Reaktion auf die NRJ, die Nationalrevolutionäre Jugend, gegründet haben. Und unser sehr konkretes Ziel ist, dort eine Gegenmacht aufzubauen in unserem Kiez. Die NRJ soll sich hierbei beobachtet und letztendlich unsicher fühlen bei der politischen Arbeit und gleichzeitig Jugendliche ansprechen. Vor allem, weil die NRJ sehr stark flyert, vor allem an Schulen, Graffitis malt, egal ob auf Spielplätzen, in Parks oder an Hauswänden und sonst überall an vielen Orten Flyer verteilt. Und hier wollen wir schnellmöglichst dagegen vorgehen und ein Netzwerk aufbauen, was schnell und konkret dagegen arbeitet. Um nochmal auf die NRJ darauf zuzugehen, die NRJ ist die Jugendgruppe des Dritten Wegs und es ist eine sehr gefährliche Jugendgruppe, weshalb wir uns das eben zur Aufgabe gemacht haben, voll dagegen anzugehen. Ja, vielleicht zum zweiten Teil der Frage, was quasi der Schlüssel sein kann, Jugendliche zu organisieren. Wir glauben, es ist ganz wichtig, dass wir nicht unseren Antifa-Film schieben, der manchmal ja auch so ein bisschen nerdig ist, und dann davon ausgehen, dass die Jugendlichen dann irgendwie zu uns gerannt kommen und darum bitten, politisiert zu werden, vor allem die unpolitischen Jugendlichen, sondern dass wir uns eben auch Mühe geben, Einfluss in Bereichen zu nehmen, die für die Jugend wichtig sind, in der Graffiti-Szene, in den Stadien, auf Bolzplätzen, in Spätis, in Kneipen. Und das ist dementsprechend für unsere Praxis auch ganz konkret wichtig, weil wir eben, wie gesagt, so ein bisschen ein Angebot im Osten schaffen wollen, dass die und um den Einfluss der Rechten der NRJ jetzt zum Beispiel eben einzuschränken. Und die ziehen ihre Jungfaschos eben nicht aus irgendwelchen Rave-Kollektiven oder auf dem RAW-Flohmarkt, sondern in den Fußball-Kontexten, Graffiti-Kontexten. Und da ist es uns wichtig, da unseren Einfluss nicht zu verlieren und irgendwie zu manifestieren. Dazu gehört dann auch, dass wir so ein bisschen darauf achten, uns nicht in Szene-Diskussionen und Szene-Kulturen zu verirren in unserem Aktivismus. Das heißt nicht, dass die alle irrelevant sind oder illegitim. Aber dass wir uns vielleicht auch ein Stück weit angewöhnen müssen oder lernen müssen, Widersprüche auch auszuhalten, die nicht ignorieren, immer wieder ansprechen, auch in der Struktur, aber dabei eben den Zugang zu Leuten zu behalten, die eben nicht in zäckigen Umfelden sozialisiert wurden, sondern vielleicht im Graffiti-Kontext unterwegs sind und da ja, versuchen, die Einfluss auf die zu nehmen und die nicht wegzuekeln. Wichtig ist uns auch zu sagen, dass wir nicht alles und jeden organisieren wollen, sondern es reicht uns auch ein Einfluss oder eben, wie gesagt, einen guten Zugang zu gewissen Strukturen zu haben. Das ist auch schon ein großer Erfolg für uns und eben so ein lokales Netz aufzubauen im Kiez. Da machen wir es uns ein Stück weit natürlich auch einfach, wenn wir uns immer nur den dritten Weg als Hauptfokus raussuchen. Alle Leute hassen gewaltbereite Faschos so. Aber wir finden, da kann man auch opportun sein und das eben nutzen, um niedrigschwellig Leute zu ziehen, eine Nähe zu schaffen zu radikal linken Themen und dann beispielsweise auch eine Brücke zu bauen zu so professionell roten Bildungsangeboten wie hier. Das heißt nicht, dass wir nur eine Übergangsorganisation sind oder so, aber dass wir schon aktiv versuchen, dem linksradikalen Linken in Berlin so ein bisschen so ein
atzigeren Anstrich zu geben und nicht so altbacken. Ja, ich glaube, das war's. Ja, vielen Dank. Und dann machen wir gleich weiter mit meiner Frage an Marco von Nea. Ihr seid eine der ältesten Antifa-Gruppen in Berlin und vermutlich ganz Deutschland. Wie sieht eure antifaschistische Praxis aus und wie hat sie sich über die Jahre auch verändert? Ja, also ob wir jetzt die älteste oder eine der ältesten Gruppen sind, wer weiß. Wir sind auf jeden Fall eine geschlossene Gruppe, die halt seit 2007 so in unterschiedlicher Besetzung existiert. Wir haben uns, wie der Genosse schon meinte, im Nordosten der Stadt irgendwie gegründet und von Menschen halt, die halt in verschiedenen Organisationen davor dort aktiv waren. Wir haben jetzt, ich sag mal, keine einheitliche Ideologie. Wir kommen alle aus einer radikalen Linken, gehören da aber durchaus auch unterschiedlichen Strömungen an. Also wir haben GenossInnen, die eher kommunistisch orientiert sind oder halt auch eher einen anarchistischen Background haben. Manche Strömungen so der radikalen Linken finden jetzt halt nicht so ihren Platz bei uns, also so antideutsch oder so, aber ansonsten sind wir da schon sehr breit aufgestellt und verbinden halt aber trotzdem so ein paar Sachen. Der Schwerpunkt war halt immer der Nordost-Berliner Stadtrand und halt auch teilweise Unterstützung nach Brandenburg. Uns ist halt wichtig, nicht nur in Anführungszeichen so eine Ringbahn-Antifa zu sein, sondern auch immer dorthin mal zu gehen, wo es unangenehmer ist, wo man vielleicht nicht von allen Leuten bejubelt wird, wo man auch mal Gegenwind erfährt, aber wo es halt wichtig ist, irgendwie antifaschistische, antirassistische Standpunkte reinzubringen. Und genau, unser Schwerpunkt ist Antifa. Früher haben wir halt, wie gesagt, viel gegen die NPD gemacht und die JN, als die noch in Pankow und Buch sehr aktiv waren, weil da halt auch Kader gewohnt haben und es da halt auch Treffpunkte von denen gab. Mittlerweile sind die aber alle hier zum dritten Weg abgehauen und zur NAJ. Und die NPD bzw. jetzt Heimat ist ja sehr schwach. Das heißt, mittlerweile machen wir halt auch viel gegen den dritten Weg, der auch in Pankow durch die Kader, die dort wohnen, relativ stark vertreten ist, gerade mit der Jugendorganisation, was die GenossInnen ja auch schon meinten. Wir machen viel gegen die AfD und die sogenannte Neue Rechte, haben halt zu Zeiten dieser Corona-Anti-Maßnahmen-Demos auch relativ viel dort auf rechte Strukturen halt hingewiesen, also Querdenken und Co. und halt deren Querfrontbestrebungen versucht zu unterbinden, was uns auch eigentlich ganz gut gelungen ist. Genau, bei Bedarf gehen wir halt auch Bündnisse mit anderen Gruppen ein, je nach Kontext unterschiedlich weit gefasst. Genau, aber uns ist halt wichtig, dass wir auch nicht nur Antifas sind, sondern es ist auch immer wichtig, irgendwie, naja, dazu halt die Systemfrage zu stellen. Wir sind alle Teil der radikalen Linken, sind antikapitalistisch unterwegs und es ist auch wichtig, sich in soziale Kämpfe einzubringen. Wir haben auch immer irgendwie zu internationalistischen Themen gearbeitet, also wollen halt auch solidarisch sein mit linken progressiven Bewegungen in anderen Ländern, haben eine Zeit lang auch sehr viel mit den kurdischen Freunden und Freundinnen zusammengearbeitet und Rojava-Soli-Arbeit gemacht, sind, wie der Genosse schon meinte, mit Antifa-Gruppen in anderen Ländern vernetzt, gehen dann da auch mal zu Kongressen oder so. Also wir finden es halt wichtig, einen gemeinsamen Austausch zu haben und sich auch über Ländergrenzen hinweg halt zu gucken, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo kann man vielleicht was zusammen machen. Und es ist uns auch auf jeden Fall wichtig, Betroffene rechter Gewalt zu supporten. Das machen wir halt, also wenn es Angriffe gibt im Kiez oder so, zum Beispiel gab es vor 2 Jahren einen Angriff an der Greifswalder Straße auf eine sehr junge Frau von ein paar Suff-Faschos, die da immer in den rechten Kneipen um die Greifswalder Straße unterwegs sind. Da haben wir dann große Aktionen gemacht unter dem Schaut-nicht-weg-Label. Mittlerweile musste diese Kneipe auch den Eigentümer wechseln. Also es war schon erfolgreich alles. Als vor ein paar Monaten ist ein transfeindlicher Angriff auf eine junge Frau in Weißensee gab, haben wir da mit anderen Gruppen, unter anderem auch hier mit Larage, eine große Demo organisiert. Also so, das ist uns immer wichtig und gleichzeitig halt auch, wenn es halt zu rechten Übergriffen kommt, wenn es zu rechten Morden kommt, gerade in den Kiezen, in denen wir aktiv sind, ist es uns auch wichtig, da irgendwie das Gedenken an die Leute aufrechtzuerhalten. Da haben wir jahrelang halt zum Beispiel in Buch Demonstrationen gegen die JN gemacht und gleichzeitig halt Dieter Eich, der dort aus sozialchauvinistischen Motiven ermordet wurde, gedacht. Wir haben jetzt vor kurzem eine Kundgebung zusammen mit der Familie von Ufuk Sahin, der in Wittenau ermordet wurde, von Faschisten durchgeführt. Und machen jetzt demnächst was zu Beate Fischer. Das ist ein Femizid, der halt auch von Faschisten begangen wurde in Reinickendorf. Und genau, da ist es uns halt auch immer wichtig, zusammen mit den Angehörigen halt zu gucken, okay, wie können wir supporten, was brauchen die Leute. Genau. Ansonsten, ja.
ja, ansonsten ein weiterer Schwerpunkt ist halt immer noch antimuslimischer Rassismus, dagegen halt vorzugehen. Das hat die Gruppe auch schon seit Anfang irgendwie, also seit wir gegründet wurden, immer wieder zum Thema gehabt. Also dann auch irgendwie, als 2008 zum Beispiel Moscheebau in Heinersdorf anstand, haben wir dann halt die Gemeinde unterstützt, als sich da ein rechtes Netzwerk von CDU bis NPD und Pro Deutschland geformt hat. Und genau, also wir versuchen da auch schon irgendwie auf Leute zuzugehen, auch über so das linksradikale Spektrum hinweg und halt einfach die Leute gegen rechte Übergriffe zu supporten. Genau. Wir würden uns halt abgrenzen von so Staatsantifa-Sachen vielleicht, also von Gruppen, die jetzt nur, ich sag mal in Anführungszeichen, den Status quo verteidigen wollen, weil wir wollen halt schon auch immer weitergehen. Wir wollen eine andere Gesellschaft am Ende. Genau. Und gleichzeitig gehen wir dann halt auch in Sozialproteste und so rein und übernehmen dann auch meinen Bündnissen eher so unangenehme Jobs. Das heißt, wenn da irgendwie die Querfront anklopft, sagen wir halt auch mal, ey, nee, mit rechtsoffenen Gruppen, mit Faschos, wollen wir hier keine gemeinsame Sache machen, die müssen wir von unseren Demos runterschmeißen. Genau, und das ist vielleicht so grob das, was wir machen. Ja, vielen Dank. Ja, last but not least kommen wir dann zu Daniel von der kommunistischen Jugend. Da ist meine Frage, der kommunistische Aufbau hat vor einem Jahr ein ausführliches Buch zum Thema Faschismus und antifaschistischer Strategie veröffentlicht. Wie drückt sich diese Strategie in der Praxis der kommunistischen Jugendarbeit aus? Ja, vielen Dank erstmal auch von uns für die Einladung, dass wir hier sitzen dürfen. Ich denke, es ist eigentlich ein ganz interessantes Podium. Ich habe jetzt nicht vor, euch hier dieses Buch runterzubeten, da könnt ihr gerne selber auch mal reinschauen. Ich denke, was halt besonders interessant ist oder einer der Hauptpunkte, die wir da herausgearbeitet haben, ist, dass schon eine Abgrenzung so ein bisschen, wir eben nicht als Erstausrichtung Antifa haben. Also wir sind ja jetzt keine antifaschistische Organisation, sondern wir sind eine kommunistische Jugendorganisation. Ich denke, das unterscheidet die Organisationen, die auf dem Podium sitzen, dann doch schon. Wir sehen den antifaschistischen Kampf vor allem als einen Teilkampf, Kampf für eine befreite Gesellschaft, für den Sozialismus, für den Kommunismus. Das so, denke ich, ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn ich jetzt so ein bisschen über die Praxis rede. Denn zum einen machen wir so, haben wir viel Kampf um die Köpfe gemacht, Kampf um die Köpfe der Klasse. Was heißt das? Ja, wir haben probiert, den faschistischen Einfluss zurückzudrängen in den letzten Jahren, denen auch Jugendliche schon früh ausgesetzt sind. Wie die Genossinnen ja auch schon berichtet haben, macht die NRJ ja erfolgreiche Arbeit unter Jugendlichen. Genau, was haben wir da gemacht? Wir sind in Protestbewegungen reingegangen, auch wenn dort Faschistinnen waren, muss man halt ideologisch die Konfrontation auch suchen. Zum Beispiel bei den Teuerungsprotesten waren wir auf der Straße, genau, teilweise auf den gleichen Plätzen, haben aber einfach eine sehr andere Perspektive reingebracht. Das wäre so ein Teil von dem antifaschistischen Kampf, also in diese Bewegungen hereinzugehen. Wir sehen den Kampf gegen Faschismus in dieser Frage vor allem auch darin, eigene Lösungen aufzuzeigen. Also den Faschistinnen jetzt nicht nur die sozialen Probleme zu überlassen und sie können ihre Lösungen einfach so präsentieren, sondern wir bekämpfen praktisch ihren Einfluss, indem wir unsere Lösung dem entgegenstellen. Genau, und so ist das eben ein Teilkampf im Kampf für den Sozialismus. Ja. Rein praktisch waren das dann auch solche Themen wie, klar, Teuerungsproteste waren sicherlich interessant, aber auch einfache antirassistische Demonstrationen, aber auch so ganz alltägliche Probleme. Bei uns die berühmt-berüchtigte kaputte Schultoilette oder so etwas haben wir dann doch auch bespielt. Ja, auf der anderen Seite haben wir festgestellt, okay, es braucht eben nicht nur den Kampf um die Köpfe und um die Herzen der Klasse, sondern es braucht eben auch den Kampf um die Straße. Also was verstehen wir darunter? Da geht es halt vor allem darum, dass wir unsere in dem Sinne Freiräume, die wir haben, also die Räume, in denen wir aktiv sein können auf der Straße, in denen wir uns bewegen können, dass wir sie nutzen, dass wir die verteidigen und dass wir sie halt ausbauen. Ja, Räume klingt so abstrakt, damit ist dann zum Beispiel gemeint, okay, wir können halt gefahrlos vor der Schule stehen und flyern, ohne dass wir jetzt Angst davor haben müssen, von der NRJ verprügelt zu werden zum Beispiel. Genau, aber eben dann auch ein bisschen weitergefasst, zum Beispiel unsere demokratischen Rechte
zur Versammlungsfreiheit zum Beispiel, wo wir aktiv waren in unterschiedlichen Bündnissen gegen die Versammlungsgesetze in NRW oder jetzt das neue eben in Sachsen, aber auch die Polizeigesetze und so weiter. Genau, das ist so ein bisschen die Idee. Man muss, denke ich, kann man auch relativ offen sagen, dass wir im Kampf, beim Kampf um die Straße den beiden anderen Organisationen, die hier auf dem Podium sitzen, auch hinterherhängen. Das ist nicht so, als würden wir sagen, da sind wir total ausgefeilt. Auch beim ersten Punkt gibt es, denke ich, viele Fragen der Massenarbeit, die wir noch lange nicht geklärt haben als Jugendorganisation. Aber gerade auch bei diesem zweiten Punkt sehen wir ja auch vor allem das Potenzial in der Jugend, was wir, denke ich, aber noch nicht so ganz ausgeschöpft haben. Dieses Feuer im Kampf gegen Faschismus, wovon uns Larage sicherlich ein bisschen auch erzählen kann, wie das denn so ist. Genau, ganz wichtig ist für uns aber auch immer zu sehen, es braucht halt eine Verbindung dieser beiden Punkte. Es braucht eine Verbindung des Kampfes um die Köpfe und des Kampfes um die Straße. Das eine kann nicht ohne das andere wirklich effektiv durchgeführt werden. Das sind so einfache Gedankenspiele, wie zum Beispiel, okay, wie will ich eben den Kampf um die Köpfe führen vor einer Schule, dort flyern, wenn ich ja die ganze Zeit bedroht werde von irgendwelchen Faschisten und verjagt werde, dann muss ich ja direkt auch den Kampf um die Straße führen. Genau auch andersherum, okay, ich möchte vielleicht meine Rechte verteidigen, den Freiraum, den ich habe, nutzen und auch Faschistinnen uns dagegen verteidigen oder mit Gewalt auftreten, dann brauchen wir auch eine gewisse Legitimierung gegenüber den Leuten, die uns vielleicht sehen oder das gar nicht so schlecht finden und so weiter. Genau, als langfristige Perspektive ist dann halt die Idee zu sagen, okay, erstens brauchen wir Leute in unserer Organisation, die diese unterschiedlichen Kampfformen tatsächlich auch anwenden können. Also wir brauchen ausgebildete KaderInnen, in der Jugendorganisation, die als Kollektiv diese beiden Kampfformen nutzen können, um das eben auch zu verbinden. Dann setzen wir soweit. Okay, vielen Dank. Ja, damit kommen wir dann auch schon zur ersten allgemeinen Frage, die wir hier dem Podium zur Diskussion stellen würden. Für die kommenden Wahlen zum Europäischen Parlament und bei den Landtags- und Kommunalwahlen, unter anderem in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, werden aktuell hohe Gewinne der faschistischen AfD sowie Verluste für die Regierungsparteien vorausgesagt. Welche gesellschaftliche Rolle spielen diese Wahlen und wie muss der außerparlamentarische Kampf gegen rechts aussehen? Vielleicht beginnen wir dann wieder mit Larage. Genau, also wir spezialisieren uns ja vor allem auch auf den außerparlamentarischen Kampf und daher kann man sagen, dass das eine der größten Rollen spielt, um zu zeigen, wie viele wir sind und dass wir eben stark gegen die Rechte vorgehen. Hier ist es vor allem wichtig, dass wir viele Menschen ansprechen, vor allem wir sprechen Jugendliche an oder wollen das und dabei ohne unsere Grundsätze aufgeben zu müssen, wie zum Beispiel die diskriminierungsarme Sprache. Außerdem sollte das nicht nur in linken Wohlfühlorte, sondern in Randbezirken und Faschogebieten sollten wir Präsenz zeigen, weil dort die AfD und andere rechte Parteien meist am stärksten sind und frei ihren Scheiß machen können. Genau, vor allem wollen wir hierbei die AfD nerven und dabei wieder unser Netzwerk nutzen, wo wir schnell und einfach kommunizieren können, dass zum Beispiel ein Stand irgendwo an einem Kaufhaus steht und dort einfach, egal ob es mit Musik ist, mit Parolen oder einfach mit Regenschirmen den Stand zu verdecken, so unseren Kampf einbringen. Vor allem wollen wir auch Plakate entfernen und Bürgerdialoge stören. Das haben wir auch schon mit einer Demo gemacht in einem Randbezirk. Genau, und vor allem geht es hierbei auch darum, Menschen, die nicht in unserer Orga sind oder auch an sich nicht organisiert sind, damit einzubringen, dass die auch einfach nur, weil sie gegen die AfD sind, bei uns ihren Anschluss finden können. Ja, die inhaltliche Analyse, welche Rolle die Wahl spielt, würden wir den anderen Gruppen überlassen, dass es sich nicht so sehr doppelt, das ist jetzt nicht unser Steckenpferd, aber genau, uns ist ganz wichtig, dass wir eben nicht faul irgendwie so Internetaktivismus betreiben, sondern dass man sich
Netzwerke aufbaut, wo, wie du eben gesagt hast, wenn man irgendwo einen AfD-Stand sieht, dass man das reinschreibt und dass dann vielleicht 4 Leute spontan sich einen Regenschirm schnappen und dahin gehen und denen auf den Sack gehen und das weiter normalisieren, dass die sich eben nicht wohlfühlen, wenn die auf der Straße auftreten und öffentlich auftreten und dass sie sich da unsicher fühlen. Das ist ja auch unser Hauptding so, dass die... ja, genau. Und der andere Punkt vielleicht ist zu diesem, dass wir nicht nur in Wohlfühlorten aktiv sind, sondern dass wir jetzt beispielsweise auch im Europawahlkampf Stadtrandgruppen aktiv auf sie zugehen und beispielsweise die Anti-KW Königs Wusterhausen, die kann man gut anschreiben, kann einfach mal sagen, hey, wir haben 4 Genossinnen am Wochenende, die haben Zeit, braucht ihr irgendwie Hilfe bei irgendwas, dann steigt man Hermannstraße in die S46, die fährt nach Königs Wusterhausen und lebt das dann tatsächlich. Also es wird ja oft gesagt, dass man irgendwie dahin geht, wo es weh tut, aber man kann das tatsächlich an jedem Wochenende einfach machen oder der Antifa Falkensee schreiben. Keine Ahnung, braucht ihr Hilfe? Habt ihr gerade irgendwie viele Plakate wieder? Ja, das ist ganz wichtig für uns. Dann machen wir weiter mit Näher. Genau, also ja, wir denken halt auch, dass der außerparlamentarische Kampf gegen rechts natürlich essentiell ist. Gerade jetzt bei diesen Landtagswahlen ist es halt wahrscheinlich, dass zum ersten Mal seit 45 mit der AfD wieder eine faschistische Partei zur stärksten Kraft dort wird oder eine überwiegend faschistische Partei. Und das gilt es natürlich zu verhindern. Und auch auf der EU-Ebene sehen wir halt, wie diese aktuell stattfindende Rechtsverschiebung der letzten Jahre sich dann halt auch in dem EU-Parlament nochmal sichtbarer macht. Und ja, wir denken halt, dass wir uns auf die Brandmauer der parlamentarischen Parteien, sage ich, also der Parteien, die halt jetzt irgendwie in der Regierungsverantwortung sind, auf jeden Fall nicht verlassen können und auch nicht verlassen wollen. Wir sehen halt, wie die AfD im Zweifel die eher vor sich hertreibt, wie sie halt am rechten Rand fischen, beziehungsweise ihnen ja so sogenannte Migrationsbeschränkungen auch gut in den Kram passen. Das haben wir ja gesehen, jetzt gab es wieder eine Asylrechtsverschärfung, es sollen Bezahlkarten eingeführt werden, beziehungsweise wurden schon eingeführt. Und ich denke halt, dass wir halt in den nächsten Monaten und Jahren dann halt auch mit weiteren rassistischen, antifeministischen, antiqueeren Gesetzesverschärfungen rechnen müssen. Und wie das halt dann auch immer so ist und in den letzten Jahren immer mal wieder war, wenn halt sich diese gesellschaftliche Stimmung nach rechts dreht, wird es auch sehr wahrscheinlich wieder zu vermehrten rechten Übergriffen auf der Straße führen. Das heißt, Leute, die halt von diesem Rechtsruck besonders betroffen sind, erleben halt einmal das Problem, dass sie strukturell von staatlicher Seite gegängelt werden, ihre Rechte eingeschränkt werden und einmal dann halt auch noch, je nachdem, wo sie halt unterwegs sind, unsicher sind, dass sie halt jetzt vielleicht von Faschos angegriffen werden. Und deswegen denken wir, dass es halt super wichtig ist, die Menschen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen jetzt zu unterstützen. Die Genossinnen haben ja schon ganz gute Ideen da eingebracht. Genau, und wir denken halt, dass es halt wichtig ist, wie gesagt, auch mit den Aktivisten und Aktivistinnen vor Ort ins Gespräch zu gehen, also nicht als Antifa-Bestrafungskommando in Anführungszeichen, dann irgendwie nach Brandenburg zu fahren, die Stadt klein, kurz und klein zu schlagen und so, sondern dass man davor mal irgendwie mit den Leuten in Kontakt geht und fragt, ey, was braucht denn ihr, wie ist denn die Situation von euch, bei euch, was könnte euch helfen, was schadet vielleicht eher? Und dann gucken, was wir halt aus Berlin organisieren können. Können wir zusammen hinfahren? Können wir Infrastruktur stellen? Oder was auch immer. So, das halten wir halt für super wichtig. Und dass die BerlinerInnen halt auch dann aus ihrer Komfortzone, also wir alle aus unserer Komfortzone, dann auch rauskommen und mal die AktivistInnen vor Ort unterstützen. Nächste Woche ist zum Beispiel, ja, Pride Month fängt an. Es gibt auch in Brandenburg CSDs, die in den letzten Jahren immer von rechten Übergriffen oder oft rechte Übergriffe erlebt haben. Da kann man auch einfach mal mit 50 Antifas hinfahren und irgendwie gucken, ob man da vielleicht die Strukturen schützen kann, wenn die dafür offen sind. Und genau, wir finden es halt auch wichtig, dass wir uns bundesweit vernetzen, um bei Bedarf eben gleich handlungsfähig zu sein. Also nicht erst abzuwarten, bis es da irgendwie zu rechten rassistischen Pogromen kommt in irgendeiner brandenburgischen oder sächsischen Stadt, sondern halt davor schon auf die GenossInnen zuzugehen und halt auch mit anderen Strukturen in anderen Bundesländern schon sich zu vernetzen und zu sagen, okay, wir können dann gleich geschlossen dorthin fahren. Genau. Und ja, ich soll jetzt zum Ende kommen, deswegen würde ich jetzt erstmal abgeben. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zur kommunistischen Jugend. Genau, also erstmal zu den Wahlen an sich. Ich denke, an denen kann man halt immer ganz gut absehen, wie stark der faschistische Einfluss in der Bevölkerung denn, auch ist. Ja, das erstmal dazu. Wir sehen da halt gute zweistellige Ergebnisse der AfD. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, man selbst die Faschistinnen selber, also sowas wie Götz Kubitschek und so weiter, die sagen halt selber, okay, das ist jetzt noch keine faschistische Massenbasis, die wir halt brauchen, um den Faschismus in Deutschland wirklich wieder aufzuziehen.
Deswegen, man sollte das jetzt nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen, logischerweise. Denn gerade die nächsten Wahlen, auch wenn so eine Landesregierung mal von einer faschistischen Partei besetzt wird, danach wird es tatsächlich immer schwieriger, sie halt noch weiter klein zu halten, auch aus der Sicht der, ja, ich nenne es mal, Regierungsparteien, der bürgerlich-demokratischen Parteien. Genau. Und deswegen entfaltet sich auch gerade um diese diese Wahlen ja so ein großer Machtkampf letztendlich zwischen den demokratischen Parteien und der AfD. Man muss halt aber auch gleichzeitig sagen, man kann sich nicht auf diesem Label von bürgerlich-demokratisch ausruhen, weil wir sehen eben, wie der Rechtsruck zurzeit ordentlich nach rechts geht. Also solche Sachen wie neue Abschiebegesetze oder eben diese Parolen, die Kanzler Scholz durchgesetzt hat von neuer Abschiebeoffensive, das sind halt Forderungen, die die NPD vor über 20 Jahren eigentlich genauso gestellt hat. Deswegen denken wir auch, dass der Hauptpunkt eben im außerparlamentarischen Kampf liegen muss. Also das Wählen gegen rechts bringt halt einfach nichts, weil die Politik, die die AfD eben probiert umzusetzen, macht dann einfach die nächste Regierung. Auf der anderen Seite muss man diese Zeiten von Wahlen auch immer nutzen, eben um eine eigene Position vorzubringen. Wir können nicht einfach da stehen und sagen, die sozialen Probleme, die die AfD ja irgendwie auch anspricht, zum Beispiel, die Faschistinnen ansprechen, die sind total irrelevant oder sowas. Nein, die müssen natürlich stehen und eine eigene Alternative bieten, um eben den Einfluss weiter bekämpfen auch zu können. Es ist eben auch ein besonderer Moment der Politisierung der Klasse und der Massen, also gerade zu Wahlen eben mit diesem großen Wahlspektakel gibt es halt immer wieder Leute oder ein Großteil der Leute, die sich dann auch mal mit der Politik beschäftigen, und auch das müssen wir eben nutzen. Okay, vielen Dank für diese Statements. Dann möchten wir natürlich die Gelegenheit geben, hier tiefer in die Diskussion zu gehen und auch vielleicht Beiträge, Äußerungen bei den anderen Gruppen, die euch aufgefallen sind, einzugehen, noch Punkte zu ergänzen. Da könnt ihr euch gerne einfach mit Handzeichen melden. Vielleicht zu dem einen Punkt, den du gesagt hast, beziehungsweise um das auch nochmal konkreter zu machen, was es heißt, auch irgendwie in die Provinz zu fahren, dass man sich da eben gut anspricht mit den Strukturen vor Ort und da nicht hinfährt, verbrannte Erde hinterlässt. Da ist es, glaube ich, auch eine ganz schlechte Angewohnheit von so klassischen Antifa-Strukturen, dass man da dann in einem Blackblock anreist für irgendeine Kundgebung und dann das Spiel spielt, wer kennt die radikaleren Parolen, und gar nicht darauf achtet, was man eigentlich irgendwie erreichen will und dass man vielleicht auch vor Ort ein paar Leute ansprechen will. Läuft da auch oft in der Richtung was schief auf Veranstaltungen, die wir mitorganisieren. Aber das ist uns auf jeden Fall wichtig, dass wir so ein bisschen mit dieser schlechten Angewohnheit brechen. Dass man sich eben gut abspricht und schaut, was hilft den Genossinnen vor Ort und was macht es vielleicht auch einfach nur noch schlimmer. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Beiträge? Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir doch direkt weiter zu der zweiten Frage, die wir vorbereitet haben. Welche Rolle im antifaschistischen Kampf können heute breite Bewegungen wie die im Frühjahr losgetretene Anti-AfD-Bewegung spielen, in der RegierungspolitikerInnen als Galionsfiguren auftraten? Und wie muss sich ein revolutionärer Antifaschismus auch konkret zu solchen Bewegungen verhalten? Dazu kehren wir einmal die Reihenfolge um und beginnen mit der kommunistischen Jugend. Wie eben auch schon angedeutet, sind auch gerade diesen großen No-AfD-Protest, die es jetzt am Anfang dieses Jahres eben gab, natürlich erstmal unter bürgerlicher Führung. Also die Regierungsparteien rufen dazu auf, es hat seltenst irgendwelche Komplikationen mit der Staatsmacht gegeben, eben weil die regierenden Parteien selber zu diesen Protesten aufgerufen haben. Das zeigt halt zum einen halt auch diese inhaltliche Ausrichtung dieser Proteste. Also es werden im Prinzip gar keine Argumente gegen den Faschismus in Deutschland geliefert. Manchmal kommt noch sowas, das sind gar keine echten Patrioten, weil sie Spionage machen für China oder so. Aber das sind halt keine Argumente, um wirklich den Faschismus irgendwie einen Schlag zu versetzen. Und auch so gesondert
als jetzt große Protestbewegungen wie zu anderen Protestbewegungen würde ich das auch gar nicht betrachten, was da unsere Aufgaben eben sein müssen. Also zuallererst, man sollte halt keine Angst davor haben, dort hineinzuwirken. Man sollte halt vor Ort sein, man sollte seine eigene Position dort hereintragen. Bei uns dann diese revolutionäre, die sozialistische Perspektive als Antwort auf die Fragen, die auch der Faschismus probiert zu beantworten. Und auch selbstbewusst diese eigene Meinung eben zu vertreten. Auf der anderen Seite eben nicht nur, dass wir dort die Meinung vertreten, sondern auch langfristige Kräfte aus diesen Bewegungen gewinnen. Also das können wir, denke ich, relativ verallgemeinert für auch zum Beispiel die Streikbewegungen oder die Klimaprotestbewegungen oder die Palästina-Bewegungen sagen, dass das halt die allgemeine Idee ist, dort hineinzuwirken, die eigenen Positionen zu vertreten, Kräfte zu gewinnen, um eben langfristig die Perspektive zu eröffnen, tatsächlich dem Kapitalismus und damit dem Faschismus einen Schlag versetzen zu können. Die Idee ist aber dazu eben noch, das Bewusstsein der Klasse eben nicht nur ideologisch zu heben, also nicht nur dort mit irgendwelchen Texten aufzutreten, sondern natürlich auch zu sagen, okay, wie können wir das allgemeine Aktionsniveau der Leute, die dort auf der Straße sind, wie können wir dort vorangehen, wie kann man auch das heben? Da muss man natürlich ein bisschen kreativer sein, gerade bei diesen nur AfD-Demonstrationen, die auch wirklich gigantisch waren, wie man genug Aufmerksamkeit schaffen kann, vielleicht auch durch spektakulärere Aktionsformen, um eben das Aktionsniveau der Leute, die dort sind, auch weiterzuheben gegen den Faschismus, als einfach nur die AfD ist blöd. Vielen Dank, dann machen wir weiter mit Marco von NEA, sorry. Ja, also ich glaube, ich kann mich da schon in weiten Teilen dir anschließen. Also wie gesagt, fanden es auch erstmal gut, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind, auch wenn davon natürlich bei Weitem nicht alle GenossInnen waren und das halt schon sehr bürgerlich dominiert war und da auch ein paar wilde Positionen vertreten wurden, auf jeden Fall. Wir halten es aber auch für wichtig, in diese Bewegungen reinzugehen, halt mit einem klaren Ziel, Menschen für eine linksradikale, antifaschistische Politik zu gewinnen und zu radikalisieren. Und so, ich sag mal, der zur Schaustellung irgendwelcher Regierungspolitiker wie Scholz oder so, da möglichst wenig Raum zu geben. Aber durchaus mit progressiven Menschen an den Parteienbasissen vielleicht auch ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch gucken, wo man sich da auf einen Grundkonsens einigen kann und ob man vielleicht seine eigenen Inhalte anbringen kann, ohne die jetzt abschwächen zu müssen und vielleicht Leute da auch überzeugen kann. Genau. Und ja, ich glaube, es ist auch wichtig, oder das fanden wir auch dann wichtig, bei diesen Großdemos auch gleichzeitig diese rassistische Politik, die halt jetzt die Regierungsparteien machen. Also sie haben gleichzeitig, während sie auf diesen Demos einen auf Anti-Ra gemacht haben, haben sie ja gleichzeitig die Asylrechtsverschärfung durchgeführt, ja wirklich in denselben Tagen. Und das haben wir natürlich auch probiert, da anzubringen. Also wir hatten dann probiert, so einen Anti-Verfahren-Block zu machen, entsprechende Transparente, die halt auch diese Asylrechtsverschärfung kritisiert haben, mitzuführen. Hat am Ende nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind schon ziemlich da untergegangen. Aber naja, war ein Versuch, hätte man mit 1000 Leuten mehr vielleicht geschafft. Und ja, gleichzeitig ist es halt auch wichtig, dort zu intervenieren, wenn auf diesen Demos halt, ich sag mal, der Rassismus der staatstragenden Bürgis dann durchbricht. Also es wurden ja dann auch palästinasolidarische Menschen zum Beispiel in Berlin angegangen, ziemlich krass. Also da waren wir jetzt nicht live dabei, das hatten wir nur im Nachhinein mitbekommen, aber da wäre es natürlich auch wichtig gewesen, da Seite an Seite zu stehen und halt auch die GenossInnen vor so rassistischen Übergriffen zu schützen oder sich gegenseitig zu schützen. Und es gab ja auch gerade so in kleineren, mittelgroßen Städten dann auch Demos, die dann durchaus von Antifas organisiert wurden und die dann auch klar die inhaltliche Ausrichtung bestimmt haben, was ganz gut ist. Und wir haben halt auch danach bei unseren Aktionen schon mitbekommen, dass es eine leichte Zunahme gab. Also zum Beispiel, als wir dann in Blankenburg, wo sonst kein Schwein rausfährt, zu diesem AfD-Bürgerbüro eine Demo organisiert haben, als Maximilian Krah dort aufgetreten ist, waren da halt deutlich mehr Menschen als sonst. Und man hat halt schon gemerkt, es sind jetzt immer noch nicht die Massen, aber irgendwie die Leute suchen schon gerade was, wo sie sich einbringen können. Und wir denken halt, dass dafür gesorgt werden muss, dass das halt nicht nur so ein kurzes Aufflammen ist, was halt danach wieder zurückgeht, sondern dass es halt nachhaltig ist, dass es Organisierungsmöglichkeiten gibt. Also es gibt ja jetzt wieder verstärkt auch Jugendgruppen. Das ist auf jeden Fall gut, wo sich Menschen organisieren können. Aber gerade für etwas ältere Leute ist es ja auch schwierig, sich dann antifaschistisch zu organisieren. Man kommt in die geschlossenen Gruppen nicht rein. Aber es gibt ja jetzt seit 2 Jahren zum Beispiel dieses offene Antifa-Treffen in Berlin, was wir dann auch Leuten empfehlen.
Und genau, so, also ich finde halt, solche Perspektiven müssen halt geschaffen werden. Und unser Ziel sollte halt sein, in diese Demos reinzugehen, Leute zu radikalisieren und im besten Fall, ich sag mal in Anführungszeichen, abzugreifen und halt irgendwie für linksradikale Politik zu begeistern und dann im nächsten Jahr vielleicht auf so einem Kongress zusammen mit denen zu diskutieren. Also das sollte so das Ziel sein aus unserer Sicht. Vielen Dank. Und genau, dann hat Larasch das Wort. Ja, wir können uns da, glaube ich, fast vollständig der Nähe anschließen. Unsere Positionen decken sich da ziemlich gut. Vielleicht vorab kurz, wir haben uns selber in der Zeit kaum eingemischt in diese bürgerlichen Proteste und ich glaube, das war auch keine so Randerscheinung. Ich glaube, das war bei vielen Gruppen so, dass sie weiter ihr eigenes Süppchen gekocht haben und haben das aber auch im Nachhinein eher als Fehler gesehen. Eben, was du jetzt viel gesagt hast, vielleicht auch nochmal betonen, dass es auf jeden Fall eine Chance ist, radikale linke Inhalte in bürgerliche linke Kontexte zu tragen. So, es ist vielleicht in dem Sinne auch mal angenehm, dass man nicht den ganzen die Scheiß-Demos selber anmelden muss und so, sondern man muss da einfach nur mit einer bockigen linken Haltung auftauchen und kann da ein bisschen Stress machen. So. Also das ist vielleicht, genau, auf jeden Fall eine Chance, da aufzutauchen. Wir glauben, dass man sich da jetzt auch für einen gewissen Opportunismus auch nicht schämen muss, dass wir da einfach nur hingehen, um zu flyern, was total low effort ist, aber für unsere eigenen Aktionen da, keine Ahnung, 1000 Flyer loszuwerden, kostet überhaupt keine Mühe und im besten Fall greift man eben die Leute ab und kriegt sie weg von der grünen Jugend so. Und vielleicht auch dann eben langfristig weg von der grünen Jugend. Ja, was habe ich hier noch stehen? Genau, aber eben dabei stark darauf aufzupassen, dass man nicht irgendeinen reformistischen Film fährt und trotzdem sich ganz deutlich von diesem bürgerlichen Protest abzugrenzen und eben aufzuzeigen, dass wir nicht dieselbe Agenda verfolgen. Aber ja, genau, sich die Großbündnisse jetzt nicht in dem Sinne zum Feind machen, dass man das auf der nächsten Demo schwerer hat, da aufzutauchen mit seinen radikal linken Inhalten. Ja, viel mehr haben wir nicht zu sagen. Okay, dann auch vielen Dank für dieses Statement. Und ja, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, hier aufeinander einzugehen, tiefer in die Diskussion zu gehen. Gerne ein paar Handzeichen. Ja. Also wir müssen uns ja nichts vormachen. Der Faschismus oder die faschistische Bewegung ist halt viel stärker als wir. So, das ist, denke ich, relativ offensichtlich. Ich habe halt ein bisschen das Gefühl, dass gerade diese Diskussion darum, okay, wie macht man Antifa-Arbeit und dass man am Ende dann dabei rauskommt, wir müssen Antifa-Arbeit machen, um Antifa-Arbeit zu machen, dass die Diskussion ja was ist, was wir schon so lange vor uns hertragen, also schon Jahrzehnte. Und wir aber nicht aus diesem Diskussionsprozess als antifaschistische Bewegung irgendwie herauskommen. Und deswegen so ein bisschen die Frage, ich habe teilweise das Gefühl, dass hier so ein bisschen die Not zur Tugend auch gemacht wird. Also dieses, ja, wir sind halt so schwach, keine Ahnung, wir haben Angst davor, mit radikalen Positionen auf solchen Demonstrationen zu gehen, weil wir dort eben keinen Anklang finden. Also dass ich denke, man muss halt mit den richtigen Positionen auf Demonstrationen gehen. Damit man überhaupt in der Zukunft irgendwann auch breit Anklang finden kann. Deswegen glaube ich so ein bisschen, dass wir rauskommen müssen aus dieser Defensive der Bewegung mit neuen Ideen, auch mit einer langfristigen Organisierung. Genau, vielleicht wollte ich da auch was antworten. Nee, vielleicht wurde ich missverstanden. Also Angst davor auf keinen Fall. Also ich bin eher dafür, man geht halt in diese Demos rein, hat die eigenen Inhalte und versucht halt eher so, diese linken Inhalte auch zu setzen. So, ne? Also irgendwie sich da jetzt anzupassen und Kreide zu fressen, das auf gar keinen Fall. Man muss halt gucken, so, ne? Wenn man zum Beispiel jetzt auch von diesen Demos, Großdemos weggeht und nach Brandenburg fährt, da muss man halt auch gucken, so, da hat man jetzt nicht die Auswahl an 20 Bündnispartnern, sondern da sind dann vielleicht nur so Zivilgesellschaftsleute und vielleicht ein paar von der linken Basis da. Und da muss man halt gucken, okay, wo findet man hier den gemeinsamen Nenner vielleicht? Und dann aber natürlich trotzdem die eigenen Inhalte bringen, aber halt auch so ein bisschen Sachen zuzulassen, dass man jetzt vielleicht nicht 100% auf einem Standpunkt ist. So, ich glaube, da ist halt einfach, man muss halt, klar, wir hatten schon mal stärkere Zeiten und man muss halt schon irgendwie gucken, wie man realistisch bleibt und halt trotzdem nochmal so das eigene Potenzial vergrößert. So. Ja.
Kann ich uns da auch noch mal ein bisschen berichtigen, weil ich so viel darüber geredet habe, dass wir nur da auftauchen und ein paar Flyer verteilen und dann wieder weg sind. Das war jetzt nur so eine Idee, wie man low-effort-mäßig eben, wenn man gerade seine eigene Suppe noch kocht, seine eigene Demo am Laufen hat, da trotzdem ein bisschen Einfluss nehmen kann. Idealerweise macht man sich natürlich die Mühe, das hattest du ja auch gesagt, und taucht da vielleicht mal mit wirklich 1000 Leuten auf, versucht da jetzt für das nächste Mal, wenn da so eine große Welle ist, sich genau die Zeit zu nehmen und die Kraft zu nehmen, da tatsächlich einen stabilen Widerspruch auch aufzuzeigen auf der Demo selber. Aber das kostet halt viel Kraft und da ist nicht viel gewonnen, wenn man da mit 3 Antifa-Fahnen und einem antimilitaristischen Transpi auftaucht, sondern genau, da können wir, glaube ich, ein Stück weit eben da nicht so ein bisschen den Respekt davor zu verlieren, wie viel Arbeit es dann ist, wenn man es richtig machen will. Und deswegen kann man spontan, glaube ich, deswegen war da der Punkt mit den Flyern. Genau, wir wollen da einfach nochmal, um es hier hinzuzufügen, so effektiv wie möglich arbeiten, ohne dass wir im Endeffekt, wie mein Genosse schon gesagt hat, mehr Stress machen mit den Bündnispartnern mit den Bündnispartnern Stress machen, als dass wir dann am Ende nichts hinzuzugewinnen. Also dass wir effektiv Menschen für unsere Seite gewinnen und dadurch aber auch ein bisschen einstecken müssen an Dingen, die wir auf der Demo repräsentieren. Was mir auch noch aufgefallen war, auch bei der zum Beispiel relativ eindrücklich, denke ich, bei der Entstehungsgeschichte von euch, Larage, war, denke ich, dieser Punkt von, okay, Antifa-Organisierung, so wie sie heute existiert, heißt gleich Defensive der Bewegung, weil, ihr habt auch gesagt, sie hat als Reaktion auf die NRJ entstanden, was ich auch gut finde. Also klar, man muss natürlich Reaktion zeigen auf solche Faschistinnen und auch, ich denke, ihr macht das ja gar nicht so unerfolgreich. Aber ich denke, diese Antifa-Organisierung im Allgemeinen scheint nicht über diesen Rahmen von wir machen eine Reaktion, wir sind eine Reaktion, hinauszukommen. Also du hast erzählt, Marco, dass ihr bei NEA so sehr viele Aktionen gemacht habt, aber im Prinzip war alles einfach eine Reaktion auf etwas, was passiert war. Ich denke, darauf müssen wir letztendlich hinauskommen, müssen eben die eigene Perspektive entwickeln und eben ja, wegkommen davon, nur dort zu existieren, wo der Faschismus schon irgendwie stark ist. Ich denke, das kann man auch immer wieder beobachten. Was passiert denn zum Beispiel, wenn die faschistischen Gruppen vor Ort, die lokal sind, auf einmal erfolgreich vertrieben worden sind? Und man hat es halt geschafft. Das passiert halt sehr oft, dass diese Antifa-Strukturen dann einfach auch ja, einschlafen oder Leute halt wegziehen, wenn man es halt mal so erfolgreich geschafft hat. Und ich denke, genau hier müsste man ja eigentlich ansetzen oder sagen, ja okay, das war ein Erfolg, jetzt können wir endlich halt weitergehen. Jetzt können wir endlich mal nicht nur die ganze Zeit die Faschistinnen bekämpfen. Genau. Ja, ich glaube, ich kann ja da gleich drauf antworten. So, ich meine, so Antifa, das ist halt in der Natur der Sache, dass es eine reaktive Bewegung ist. So, ich meine, man hat sich gegründet, weil man Faschistrukturen bekämpfen möchte. Und ich denke, dafür sind wir ja da so. Und ja, ich glaube, es ist halt ja auch so eine Aufgabenteilung in der radikalen Linken. So, ne? Nicht alle Gruppen müssen für alles zuständig sein. Das ist unser Schwerpunkt so. Und wir machen nebenbei ja auch andere Sachen. Aber ja, also wir können halt, Antifa ist immer eine Reaktion. So, ne? Wenn da irgendwie in 3 Tagen irgendeine Fascho-Veranstaltung ist, dann muss man halt schnell irgendwie Gegenprotest organisieren, dies, das. Und ja, also mir würde jetzt zum Beispiel wenig einfallen, aber vielleicht hast du ja Ideen, wie Antifa eine aktive Bewegung in dem Sinne sein könnte. Genau, das war ein bisschen das, was ich probiert hatte darzulegen, mit dieser Frage von, okay, wir müssen halt verstehen, woher der Faschismus kommt, damit wir ihn halt auch bekämpfen können. Und diese Frage, also die Systemfrage, die letztendlich dahinter steht, das bringt uns immer wieder in eine aktive Rolle. Also das System ist da. Darauf können wir die ganze Zeit angreifen, auch das können wir die ganze Zeit attackieren. Da müssen wir nicht warten, bis die Faschistinnen letztendlich auftauchen und uns das Ganze mehr vermiesen wollen. Ja. Vielleicht kurz auch noch ein kurzer Take dazu. Wir glauben auch, dass also ist natürlich eine Schwäche irgendwie, immer nur in der Reaktion zu sein. Aber es ist ja
tatsächlich nicht so, dass wir, selbst wenn man diese rein reaktive Praxis fährt, dass es dann damit, dass es dann nur diese kurze Gegenaktion gab und dann ist vorbei, sondern wir glauben schon, dass es einen nachhaltigen Einfluss hat, vor allem wenn man eben versucht, Einfluss auf unpolitische Jugendliche zu üben, die sich dann eben eher näher fühlen in der linksradikalen Bewegung. Und dann, ja, das haben wir ja auch eingangs schon betont irgendwie, dass wir da versuchen, die Leute auch ein Stück weit abzugreifen und diese Nähe zu schaffen. Und auch wenn man das durch diese reaktive Praxis, sage ich mal, klingt ein bisschen doof, aber durch diese Praxis schafft, ist es ja trotzdem einen nachhaltigen Einfluss, der auch eben, wo es dann nicht dabei bleibt, dass man nur dieses eine Konzert da irgendwie gestört hat oder den Einstand. Okay, gibt es weitere Wortmeldungen? Ich wollte noch auf einen Redebeitrag von Nea kurz eingehen. Du hast gesagt, es wäre auch gar nicht so schlecht, wenn es eine Aufgabenteilung innerhalb der Bewegung gäbe. Ich glaube eher, dass das auch eine Schwäche ist. Also diese Aufgabenteilung, denke ich, begrenzt uns halt eher. Also der aktive Kampf, der militante Kampf, der muss, denke ich, relativ offensichtlich auch mit den zum Beispiel sozialen Problemen der Leute vor Ort ja auch verbunden werden. Also es bringt ja nichts, wenn man einen Stadtteilladen von irgendwelchen Faschistinnen zermöbelt und dann dort aber keine langfristige Arbeit halt aufbaut, dann wartet man im Prinzip ja nur darauf, dass die halt wieder den gleichen Stadtteilladen dort aufbauen. Deswegen würde ich das halt nicht so auseinanderreißen. Ja, es kommt halt drauf an, so, ne? Also du musst ja auch immer gucken, es gibt halt offene Gruppen, die halt bestimmte Sachen machen können. Während jetzt die Antifa-Gruppe, die vielleicht den Stadtteilladen auseinandermöbelt, kann sich dann nicht eine Woche später zum offenen Antikriegsplenum einladen oder wie auch immer. So, also es ist, glaube ich, schon auch so ein Ding, dass man halt manche Sachen bleiben auch irgendwie Nischensachen und nicht alle können auch auf jedem Gebiet irgendwie Experte oder Expertin sein. Also deswegen finde ich, glaube ich, so Sachen wie hier, wo man dann halt zusammenkommt, diskutiert und sich ja vielleicht dann hier auch Verbindungen ergeben zu unterschiedlichen Gruppen und sich halt Ergänzungen geben. Also das finde ich halt schon wichtig so, genau. Ja, vielen Dank schon mal bis hierhin für die Beiträge und für die angeregte Diskussion. Zeitlich sieht es ganz gut aus, das heißt, wir haben auch noch durchaus Möglichkeit, weiter zu diskutieren, aber vielleicht auch gleich dann noch mit ein paar Fragen aus dem Publikum. Okay, dann würde ich die Diskussion mit den Fragen, die wir so vorbereitet hatten, an der Stelle schon mal zu einem Abschluss bringen. Wie gesagt, vielen Dank für die doch sehr angeregte Diskussion. Ich denke, es ist auf jeden Fall sehr gut, dass wir auch in einem antifaschistischen Kontext hier zusammenkommen und über Erfahrungen die antifaschistische Praxis austauschen. Wir haben heute viel die Landgewinne der AfD. Beispielsweise bevorstehende mögliche Wahlerfolge, genauso aber auch wie die breite Anti-AfD-Bewegung zum Aufhänger genommen, hier über die antifaschistische Arbeit zu diskutieren. Ich denke, wir können festhalten, dass auch wir als Antifaschistin unsere Theorie, unsere Praxis hinterfragen, aktualisieren müssen, wenn die faschistische Bewegung eben genau das tut. Ich denke, es ist durchgekommen, dass es auch darum geht, kreativ zu sein, sich nicht einzuengen. Und ich denke, wir müssen uns klar machen, dass die faschistische Bewegung in Deutschland auch unabhängig von konkreten Wahlergebnissen der AfD Auftrieb hat. Und wir dieser auf allen Ebenen etwas entgegensetzen müssen, ohne unseren Blick zu verengen oder vergangenen Erfolgen der antifaschistischen Szene nachzutrauern. Klar ist aber auch natürlich, dass wir den Faschismus nicht an der Wahlurne verhindern werden, sondern dass es eben insbesondere auch darum geht, den Kampf um die Köpfe und den Kampf um die Straße zu führen. Diese Diskussion sollte, denke ich, mehr als genug Ansporn und Inspiration gegeben haben, den FaschistInnen mutig entgegenzutreten
Und in den kommenden Wochen und Monaten wird es dazu auch genügend Gelegenheit geben, nicht zuletzt etwa bei den Protesten gegen den AfD-Parteitag Ende Juni in Essen. In diesem Sinne, an der Stelle schon mal vielen Dank für unsere Teilnehmer hier auf dem Podium. So, ja, wie eben schon erwähnt, wir liegen hier mal ganz gut in der Zeit tatsächlich. Und deshalb haben wir jetzt auch noch Gelegenheit, hier einige Fragen aus dem Publikum ans Podium zu richten. Ja, da schnellen schon die Finger hoch. Wir können leider nicht so viel auf einmal hier zulassen. Aber ich würde vorschlagen, wie eben schon, dass wir immer so 2 bis 3 Fragen vielleicht sammeln und ja, dann hier schauen, wer darauf antworten möchte. Es sei nochmal der Appell von eben vielleicht in Erinnerung gerufen, dass es schon Sinn macht, die Fragen halt knapp zu halten, kurz zu halten. Wir wollen den Fokus hier auf die Organisationen, die hier auf dem Podium sitzen und ihre Antworten legen. Gut, dann fangen wir doch vielleicht mit der Kollegin da vorne, ist schon genau richtig. An. Ja, hallo, erstmal danke für euren Beitrag. Ich habe tatsächlich eine Frage, die mir aufgekommen ist, direkt als ihr über die Störaktion gesprochen habt bei den AfD-Ständen. Also wie begründet ihr das inhaltlich, wenn ihr dort seid, beziehungsweise welche Perspektiven seht ihr in diesen Störaktionen? Also es wurde ja Kritik genannt am Blindenaktivismus in anderen Städten durch Parolenkampf oder dieses Blockauftreten, dieses typische. Aber im Endeffekt, was ist denn dann der Inhalt und der Ausblick, der dem entscheidet von dem, was ihr an den AfD-Ständen macht? Also von Regenschirm dahin tun, Bürgergespräche stören oder auch da Parolen zu rufen. Weil im Endeffekt ist das ja auch nur ein Aktivismus ohne Inhalt. Und klar hat man dann das Gespräch gestört. Aber ich finde, dass stärkt einfach das, was sowieso der Vorurteil gegenüber der linken Szene ist. Na, also dieses, man tritt total irgendwie auf und pöbelt dann rum und es wirft ja politisch, würde ich jetzt eher mal sagen, nichts ab. Also die Leute werden ja ihre Meinung nicht ändern, weil ihr dort eine Parole gerufen habt. Also wie kann ich mir das inhaltlich vorstellen? Was ist eure Analyse dieser Störaktion? So, gibt es weitere Fragen? Ja, ich habe eine Frage an die Kommission Jugend. Und zwar, denkt ihr, dass es keine Berechtigung hat, dass es die Antifa-Strukturen gibt, die es gibt? Weil die Anforderung, was ich jetzt gehört habe, ist ja, über antifaschistische Praxis nochmal was zu machen. Das ist ja eine Kritik. Und die antifaschistische Bewegung, auch wenn sie geschwächt ist, existiert ja. Und wenn ihr denkt, dass sie keine Berechtigung hat, die sie existiert schon seit Jahrzehnten irgendwo, was ist dann die Alternative dazu? Sollen jetzt alle gesamtgesellschaftlich aktiv sein in kommunistischen Gruppen oder auch wo auch immer? Genau, und 2 Reihen weiter vorne gab es auch noch eine Meldung, von dem jungen Mann da. Ja, verzeiht mir, wenn ich aufgrund der Kürze der Frage das Ganze etwas provokativ formuliere. Wir haben ja vorhin viel über einen Rechtsruck gesprochen, ja, und über einen Aufschwung von rechten Parteien. Ich glaube halt, dass es wichtig ist zu schauen, wo kommt das her? Und das kommt daher, dass es den Menschen zunehmend schlechter geht, dass sich Widersprüche verschärfen. Aber selbst wenn man jetzt eine kapitalismuskritische Haltung vertritt, ja, und sagt, irgendwie das System ist schuld, frage ich mich, wie soll langfristig Antifa-Arbeit erfolgreich sein, ohne dass man den Leuten eine Alternative aufzeigt, ja, für dieses System? Und wie kann Antifa-Arbeit so erfolgreich sein, wenn doch alles in der Welt sich verschärft, wenn es den Leuten zunehmend schlechter geht und über Feuerwehrpolitik hinausgehen? Okay, vielen Dank für die Fragen bis hierhin. Genau, dann könnt ihr euch gerne per Handzeichen melden, wenn ihr darauf eingehen möchtet. Ich würde euch nur bitten, das hatten wir eben schon mal bei einem Podium, jeweils kurz dazu zu sagen, auf welche Frage ihr eingeht, damit es dann nicht irgendwie zu Verwirrung kommt. Genau, dann fangen wir mit Marco vielleicht an. Ja, ich würde halt zur ersten und zur dritten Frage vielleicht kurz was sagen. Oder wollt ihr zuerst zur ersten vielleicht?
Ja, ich kann ganz kurz zuerst, also bei uns ist die Praxis daher so Stören, Auftauchen, wenn die irgendwie Sachen machen, kommt vor allem, haben wir nicht viel bisher zur AfD gemacht, sondern vor allem eben zu diesem dritten Weg, NRJ-Zeug, und da geht es eben wirklich darum, den ganz praktisch aufzuzeigen, das ist gefährlich, wenn du deine Politik hier so machst und du kannst dich hier nicht wohlfühlen und du musst dich hier beobachtet fühlen. Keine Ahnung, wenn Erik Storch in der M4 ist, in irgendeine Chatgruppe das mal reinschreiben und schauen, ob man den vielleicht einmal irgendwie anpöbeln kann, dass der sich eben unsicher fühlt und unwohl. Und das haben wir ein Stück weit, glaube ich, so ein bisschen blind auf die AfD dann auch übernommen. Also wir hatten mit der Sektion Süd haben diesen Bürgerdialog da in Köpenick gestört. Aber auch da glauben wir, dass es einfach wichtig ist, dass sie nicht tritratralala ihren Faschismus-Bürgerdialog da machen können, sondern dass sie da schon eben auf Widerstand stoßen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass es denen keinen Spaß macht, einen Bürgerdialog zu machen, wenn dann 20 Leute vorm Fenster sind und schreien und, keine Ahnung, sich vielleicht auch, auch wenn es jetzt nicht die moralische Praxis ist, sich auch so ein bisschen unsicher dabei zu fühlen und dann das einzuschränken. Das ist, glaube ich, schon, glauben wir, das ist ein Effekt, den es gibt. Und den, natürlich kann es auch nach hinten losgehen, aber das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass es denen einfach keinen Spaß macht, öffentlich aufzutreten und sie so zurückzudrängen. Ja. Ja, also ich würde vielleicht noch ergänzen, also ich finde es auf jeden Fall super wichtig, Steueraktionen gegen die AfD weiterhin beizubehalten, weil es geht ja nicht darum, irgendwie dreimal zu rufen, Nazis raus, sondern was ja am Ende irgendwie das Ziel ist, ist halt der AfD den öffentlichen Raum zu nehmen und die Wahlwerbung zu verhindern. Und ich meine, es gibt ja seit ein paar Jahren eine ganz erfolgreiche Kampagne in Berlin, kein Raum der AfD, wodurch die AfD in Berlin super krasse Schwierigkeiten bekommen hat, an Räume zu kommen, weil Wirte und Wirtinnen halt gesagt haben, nee, wir haben ja gar keinen Bock auf diesen Heckmeck, auf diesen Stress, dass da irgendwie die Antifa kommt und vor unserem Lokal pöbelt oder Flyer verteilt und öffentlich wird, dass wir hier Faschisten eine Bühne bieten. Und sie haben halt den Leuten den Raum abgesagt, also der AfD. Und mittlerweile kann die sich ja nur noch in bestimmten Kämmerchen treffen, also hier in Plankenburg in ihrem AfD-Bürgerbüro, weil ihnen das nun mal gehört, bei der Bundeszentrale, da können sie sich treffen und ansonsten sieht es halt wirklich schlecht aus. Dann gibt es vielleicht noch ein, zwei Restaurants von Unverbesserlichen in Berlin, wo sie regelmäßig Veranstaltungen halten können, aber sonst, naja, schwierig. Und da haben sie ja selber schon in Interviews richtig krass rumgeheult, von wegen, die Antifa macht uns hier die Räume streitig. Wir müssen irgendwie nach Spandau in kleine Tanzschulen oder nach Brandenburg ausweichen für irgendwelche Parteitage oder aufs Feld, wie letztes Mal, vorletztes Mal. Und ich denke, deswegen ist es halt schon sinnvoll und eine Praxis, die man schon beibehalten kann. Ja, ich hatte deine Frage mir jetzt leider nicht mehr so genau notiert, aber du meintest, kannst du es nochmal ganz kurz... Sorry. Also die Frage war zentral, wir haben einen Rechtsruck, wo kommt der her? Der liegt an Widersprüchen, der liegt daran, dass es den Leuten zunehmend schlechter geht. Wie kann man langfristig erfolgreiche Antifa-Arbeit machen, ja, ohne eine Alternative für dieses System, ohne Lösungen für die Probleme aufzuzeigen? Ja? Also wie kommt man aus einer reaktiven Politik raus und ist das Konzept Antifa überhaupt sinnvoll, wenn es nur eine Reaktion ist, während sich weltweit alles zuspitzt? Ja, und der rechte Bewegung einfach dadurch wächst. Irgendwann kann man vielleicht nicht mehr reagieren. Ja, ich denke, sinnvoll ist es auf jeden Fall, sonst wäre ich ja nicht in einer Antifa-Gruppe organisiert. Aber naja, man muss es halt, wie gesagt, es ist halt nicht nur irgendwie Antifa und wir feiern den Status quo, sondern es muss natürlich gerade auch in Zeiten von sozialen Krisen auch die soziale Frage mit thematisiert werden. So. Und ich meine, unser Job zum Beispiel als Antifa ist dann natürlich zu sagen, ey, die AfD wird zu einer Verschärfung der sozialen Situation, gerade für ArbeiterInnen, gerade für MigrantInnen. Also es wird halt eine Verschärfung dieser sozialen Situation einfach sein. So, und das ist halt unser Job darin und andere Leute müssen halt in den Betrieben kämpfen oder ja, die sozialen Kämpfe auf die Straße führen und da machen wir natürlich Werbung für, wir beteiligen uns auch daran, aber wir sehen halt so ein bisschen da so eine Aufgabenteilung. Genau. Vielen Dank. Ich würde da gleich den Faden nochmal aufgreifen, aber zunächst der kommunistischen Jugend Gelegenheit geben, auf die Frage einzugehen, die an Sie gerichtet wurde. Genau, ich würde auch meine drei Genossinnen hier nochmal unterstützen. Bei der ersten Frage auch, ich denke, dass solche Störaktionen total sinnvoll sind, wenn man eben auch bei dieser, ja, letztendlich die Frage betrachtet, okay, wie können wir auch langfristig halt schauen, dass wir unsere Räume beibehalten dürfen? Wie können wir vielleicht schauen, dass anstatt Sie da einen Stand machen, wir beim nächsten Mal einen Stand machen, wenn Sie gar keinen Bock mehr haben, da selber zu stehen? Genau, zur zweiten Frage.
Ich finde die Frage eigentlich sehr spannend, also relativ konkret gestellt. Ich kann sie mal kurz wiederholen, ob halt diese autonomen Antifa-Strukturen überhaupt eine Daseinsberechtigung haben, wenn ich es so richtig verstanden habe. Antifa-Strukturen im Allgemeinen. Okay. Genau. Ich denke, es zeigt halt vor allem auf, dass diese Rolle, die sie heute einnehmen, für eine lange Zeit von niemandem erfüllt wurde. Also es bestand eine Notwendigkeit dazu, militant den Faschistinnen zu zeigen, wo es halt lang gehen soll. Da besteht halt wahrscheinlich eine gewisse Notwendigkeit zu. Was halt vor allem aber heißt, meiner Meinung, dass die revolutionäre Bewegung in Deutschland eben zu schwach war, um genau, oder dass er nicht so erkannt hat, diese Aufgabe ebenfalls einzunehmen. Und ich glaube, aus dieser Richtung sind diese antifaschistischen Strukturen eben vor allem entstanden, dass eine Notwendigkeit bestand. Deswegen würde ich auch jetzt gar nicht sagen, okay, es ist total schlecht, dass sie entstanden sind, sondern es war eher ein Prozess, der so geschehen musste. Aber wie ich auch probiert hatte, schon vorher darzulegen, denke ich, dass wir eigentlich an einem Punkt sind, in dem diese auch lokale Begrenzung, diese Versteifung auf die Reaktion und am Ende eben auch, dass man es nicht schafft, dass der Antifaschismus ja, in die Massen getragen wird, also in die breitesten Massen und halt etwas abgetrennt von dem Rest der Klasse existiert, dass das halt Probleme sind, die inhärent sind in solchen Antifa-Strukturen. Und deswegen denke ich, dass diese halt überwunden werden müssten. Dann hatte sich Mello von La Rage gemeldet. Ja, ich fasse mich auch kurz so zur dritten Frage, dass wir, so jetzt war es auch wieder ein bisschen her, genau, dass wir, das glaube ich kein Geheimnis ist, dass die rote Strömung in La Rage auch ziemlich groß ist so. Wir haben keinen engen Konsens festgelegt, damit wir eben so breit weiter aktiv sein können. Aber es gibt schon viele sehr rote Genossinnen bei uns und das ist eben schon, also bei der Frage schwang ja so ein bisschen mit, dass es, wir keine Perspektive haben und deswegen der Aktivismus langfristig nicht so richtig wirksam ist oder keine Lösung. Aber wir glauben schon, dass wir, wenn wir eben Leute mit unserer Antifa-Praxis ziehen und die mit uns ein bisschen abhängen, auf einer Demo sind mit uns, auf dem Tresen sind mit uns, dass da schon so ein Klassenstandpunkt auch mit abfärbt zum Beispiel und dass wir es zum Beispiel schaffen, Leute mal hier mit reinzuschubsen in so eine Konferenz, wo sie ohne uns vielleicht niemals hingehen würden und niemals besuchen würden. Also schon irgendwie dieser Agitationsaspekt. Und dass wir natürlich das auch alles nicht isoliert machen, wenn wir über den dritten Weg sprechen. Auf unseren Demos gibt es auch immer Redebeiträge, die das natürlich klar in den Kontext setzen und sagen, dass wir da mit einem stabilen Klassenstandpunkt dagegenhalten müssen. Also das ist nicht nur irgendwie Nazis sind Kacke und wir sind wieder weg so. Okay, vielen Dank für diese Antworten bis hierhin schon mal. Wir haben auch noch Zeit für eine weitere Fragerunde, deshalb dürfen gerne nochmal die Finger nach oben schnellen. Genau, da hätte ich einmal hinten mit dem weißen T-Shirt. Genau, ja. Hallo. Wir hatten vorhin so ein bisschen gesprochen über diese reaktive Arbeit und so Alternativen dazu. Und mich würde interessieren, so an alle Teilnehmenden, wie sieht so eure Perspektive aus? Wie machen wir vielleicht antifaschistische Arbeit im Kiez, im Stadtteil oder generell, die eher präventiv ist und die vielleicht auch, wie ihr gesagt habt, ihr seid viel in der Szene, irgendwie in der Graffiti- oder Fußballszene oder was auch immer, aber das ist auch nicht unbedingt euer Anspruch. Wie machen wir das vielleicht auch außerhalb dieser Szene generell, dieses, was die KJ zum Beispiel noch benannt hat, als dieser Kampf um die Köpfe, wie kann das konkret aussehen? Dann gab es, glaube ich, eine Meldung relativ weit hinten in dem schwarzen Oberteil, genau. Vielen Dank. Ich habe eigentlich gar keine Frage, sondern nur eine Empfehlung. Und zwar, die Repression wird zukünftig breiter, qualitativ und quantitativ härter werden. Und ich würde euch empfehlen, wirklich Repression mitzudenken, darüber aufzuklären, weil das ein großes Angstszenario ist, um sich antifaschistisch, also das ein Hinderungsgrund, um sich antifaschistisch zu organisieren. Das war mein. Okay, dann nehmen wir doch vielleicht noch eine dritte Frage mit. Da relativ in der Mitte, im weißen T-Shirt. Genau, also erstmal antifaschistischer Selbstschutz ist gerecht und auch gut, dass ihr das macht. Und um auf dieser Frage von der Reaktivität ein bisschen weiter rumzureiten,
Hier gibt es zum Beispiel Organisationen, die eine langfristige Perspektive bieten. Ihr sagt zum Beispiel auch, Larage, ihr seid schon rot. Gibt es nicht für euch auch organisatorische Möglichkeiten, relativ greifbar eine Langfristigkeit in eure Praxis zu bringen? Dasselbe wäre auch für näher, aber ich glaube, das würde dann mit eurem autonomen Konzept nicht mehr aufgehen. Okay, vielen Dank. Wer mag zu den Fragen mal einen Auftakt machen? Genau, dann legen wir los mit Larage. Genau, also ich würde einmal zur ersten Frage was sagen, und zwar, wie unser präventiver Kampf aussieht und aussehen würde, auch in Zukunft. Vor allem versuchen wir sehr an den Bürgern unseres Kiezes dran zu sein, sei das durch eine Demo, die wir schon gemacht haben, die zur Aufklärung einfach nur gedient hat und gleichzeitig dem dritten Weg Angst machen sollte. Dort haben wir vor allem versucht, die bürgerlich zu halten, um nicht im Black Block aufzutreten, und vor allem auch Flyer zu drucken, die eben aufmerksam machen auf das Problem, was im Kiez ist, dass diese Menschen mit Waffen durch die Straßen laufen und versuchen, andere anzugreifen, um da in den großen Flächen zu zeigen, dass zwischen den Bürgern Nazis wohnen und dass die gefährlich sind und dass wir deswegen zusammen kämpfen sollten und dass wir deswegen da sind. Ja, vielleicht dazu ganz kurz präventiv machen wir leider nicht so viel, das hast du gut erkannt. Was wir jetzt so ein bisschen zum Beispiel machen, weil genau der dritte Weg damit auch punktet, dass er an Weihnachten irgendwie Kuscheltiere verschenkt, dass wir jetzt versuchen regelmäßig, das hat jetzt einmal ganz gut geklappt, mit einem Anhänger, mit dem Fahrrad durch den Kiez zu streifen und versuchen am S-Bahnhof und vor den Supermärkten hungrige Leute zu finden und da so eine mobile Küche zu haben und mit den Leuten auch irgendwie einfach so in Kontakt zu treten und zu fragen, irgendwie, keine Ahnung, ob man das eben, ja, da versuchen so ein bisschen Anschluss zu finden und so zum Beispiel einfach Essen verteilen einfach an einem Wochenende. Das ist jetzt so ein kurzes Projekt, was wir gerade machen, was klein ist, aber genau, sonst machen wir präventiv nicht so viel. Ja, also vielleicht zum Thema Langfristigkeit, so auf eine gewisse Art haben wir natürlich eine Langfristigkeit. Ich meine, uns gibt es jetzt seit 16 Jahren, aber wir können natürlich nicht diese Langfristigkeit, wie es vielleicht offene Strukturen eben haben, also wir können eine Langfristigkeit haben, aber wir können halt nicht diese Offenheit haben, wie es halt vielleicht kommunistische Strukturen haben und auch anstreben. Weil allein schon durch unsere Aktivitäten, die Genossin hat es ja vorhin angesprochen, Thema Repression, muss man halt ein gewisses Vertrauensverhältnis haben, um zusammenzuarbeiten. Wir können nicht unser Plenum für alle möglichen Leute öffnen und dann uns darüber unterhalten, welche Faschos hier denn wo im Kiez wohnen und was man denn so dagegen machen kann. Deswegen, also was wir halt als Gruppe initiiert haben, ist zum Beispiel das offene Antifa-Treffen, wo halt Leute hingehen können, sich connecten können und dort auch andere Menschen kennenlernen können, mit denen sie halt eine langfristige Perspektive auch entwickeln können, vielleicht auch eine eigene Gruppenstruktur gründen. Aber genau, ansonsten denken wir halt, dass so ein Antifa-Konzept schwierig übertragbar ist auf kommunistische Gruppen. Also vielleicht kannst du dazu auch noch mal gleich was sagen, was ihr an antifaschistischer Praxis macht und wie das mit eurer offenen Struktur dann vereinbar ist. Also weil ich stelle es mir halt schwierig vor, alle Sachen, die wir halt machen, so zu erledigen. Deswegen haben wir uns halt dafür entschieden und deswegen hängen wir diesem autonomen Konzept auch immer noch an. Da muss ich, glaube ich, erstmal kurz noch was richtig stellen. Wir sind jetzt keine offene Struktur oder so etwas. Nee, ist alles gut, ist ja kein Problem. Ich denke, die Idee ist ja schon zu sagen, militante Aktionen. Ich fand den Hinweis von hinten sehr gut, dass man hier auch über Repressionen ja reden muss. Da ist natürlich klar, man redet halt nicht jetzt einfach so mal auf der Straße so ein bisschen darüber, wie man denn alles verprügeln könnte und macht das dann, sondern dass man das natürlich auch sicher organisiert. Eben auch vor allem aus dem Punkt heraus, wenn wir in die totale Offensive gehen gegen die Faschistinnen, haben wir den Staat nicht auf unserer Seite. Das ist, denke ich, hier allen bewusst. Wir kennen die ganzen 129a-Verfahren in Deutschland, die gegen Antifaschistinnen laufen. Auf der anderen Seite muss man aber daneben auch sehen,
die Faschistinnen werden ja zum Beispiel vom Staat auch direkt eben unterstützt, bezahlt, aufgebaut, weshalb diese komplette Offensive ohne Rücksicht auf irgendeine Repression und diese totale Verschränkung darauf, die Faschistinnen so militant, nur militant begegnen zu wollen, eben dem Kampf gegen den Staat im Prinzip gleichgesetzt ist. Das heißt nicht, dass man das nicht machen sollte. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Man sollte vielleicht nur ein bisschen überlegen. Aber jetzt auch keine unbeschreibliche Angst davor haben. Das wollte ich dazu sagen, kurz. Ja. Okay, gibt es noch weitere Punkte? Ja, wir würden auch gerne auf die letzte Frage vielleicht noch mal kurz eingehen. Vielleicht zum Hintergrund. Wie gesagt, wir sind eine sehr junge Struktur, haben uns vor ein bisschen mehr als einem Jahr gegründet, aus einer Not auch heraus, weil es einfach eine krasse Schieflage gab im Machtverhältnis in Pankow. Die Faschos haben da extrem viel Raum genommen und das ist jetzt vielleicht auch ein fieser Seitenhieb, aber es gab, die haben irgendwie so ein bisschen ihr seid ja einfach eine Generation über uns, aber in unserer, also die haben 14- bis 15-Jährige, haben da die ohne Gegenwehr irgendwie mobilisiert und in ihre Kampfsport-AGs mit eingebunden. Und aus der Not heraus haben wir uns gegründet, deswegen hatten wir das jetzt noch nicht großartig im Fokus, die großen Berufsrevolutionäre bei uns aufzubilden. So. Aber wir arbeiten da dran, wir wollen auch vom Thema Dritten Weg ein bisschen wegkommen. Wir haben einen Lesekreis, der jetzt schon ein bisschen angelaufen ist, den wir auch ausbauen wollen. Außerdem heißt es ja auch kein Entweder-Oder so. Das heißt nicht, wenn man sich bei uns aktivistisch beteiligt, dass man nicht in einer anderen kommunistischen Orga noch sein kann. Und eben nochmal ganz wichtig, es geht uns auch nicht darum, alle zu organisieren und zu sagen, bei uns macht ihr die richtige Praxis, sondern es ist ja auch eine Frage, wo man aufgreift. Wir greifen, glaube ich, hauptsächlich sehr unpolitische Leute auf und versuchen, sie so ein bisschen in die Politik reinzuschubsen. Und das sind natürlich auch andere Leute, mir fällt es gerade ein bisschen schwer, das auszudrücken, wie ich sagen will, aber wir sprechen Leute an, bei denen der Weg zu einem langfristigen, sehr gut gebildeten Kommunist oder Kommunistin viel länger ist als vielleicht Leute, die schon 2 Jahre in der Antifa aktiv sind und sich vielleicht in eine rote Gruppe begeben, die eben eine langfristigere Agenda fährt. Also ich glaube, wir spielen da einfach auf zwei, weil du so den Vergleich zu Gruppen geschoben hast, die auch eine langfristige Agenda hat. Ich glaube, man kann da parallel sehr gut seinen Aktivismus spielen und spielt sich da nicht gegeneinander aus so. Ja, ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist. Okay, vielen Dank. Hier gibt es noch eine Meldung? Ja, das wollte ich schon mal ein bisschen nachfragen, weil ich glaube, teilweise macht ihr einen Widerspruch auf, wo gar keiner ist. Also dieser Punkt von, okay, wen wollen wir eigentlich ansprechen, wen wollen wir organisieren, wen wollen wir unsere antifaschistischen Praxis überzeugen. Ich weiß nicht so ganz, warum man sich da dann so krass begrenzen muss, weil ich denke, eigentlich besteht ja eine Notwendigkeit, dass Antifaschismus Massenpraxis wird. Eigentlich besteht eine Notwendigkeit dazu, dass wir massenhaft Tausende, Zehntausende auf die Straße bringen, die sich auch militant gegen faschistische Aufmärsche wehren. Perspektivisch ziehen nämlich auch Bewaffneten mit Zehntausenden durch die Straßen. Deswegen, da sieht man, denke ich, auch wieder diese bestimmte Beschränkung, die man halt macht, wenn man halt so nur lokal so abgetrennt agiert. Ich finde es tatsächlich wiederum interessant, 16 Jahre als Antifa-Gruppe, das würde ich tatsächlich gerne wissen, wie ihr das halt schafft, immer wieder neue Leute zu begeistern, bei euch mitzumachen und dann anzusprechen. Also weil tatsächlich hört man das ja nicht so oft, dass antifaschistische Strukturen so lange existieren. Soll ich vielleicht drauf antworten? Gerne, ja. Ja, also ich glaube, wie wir es so lange geschafft haben, so, ich meine, wir haben eine gewisse Außenwirksamkeit, wir haben einen regelmäßigen Tresen, wir haben bestimmte Infoveranstaltungen, wo wir uns auch zu unterschiedlichen Themen auseinandersetzen, wo ja auch Leute auf uns zukommen und wo wir ansprechbar sind. Aber ich glaube, das mit dieser Begrenzung zum Beispiel, was du meinst, naja, natürlich, also wir sind jetzt nicht die Riesengruppe, wir müssen uns begrenzen. Wir haben nicht den Anspruch, bundesweit als eine Gruppe oder so aktiv zu sein, sondern wir machen halt Arbeit vor unserer Haustür quasi, gucken, was für faschistische Aktivitäten gibt es dort und gehen dann dort im Kleinen dagegen vor. So. Also das ist halt unser Anspruch und ich glaube, das
versuchen wir dann halt zu erfüllen. Und ja, lernen dann natürlich auch Leute im Kiez kennen, die das auch cool finden. Man lernt sich kennen, man vertraut sich und dann ist man irgendwann Teil der Gruppe. Aber wir haben halt schon den Anspruch, auf jeden Fall eine Antifa-Basis zu verbreitern. Probieren das ja auch, wie gesagt, durch das Anstoßen des offenen Antifa-Treffens und so. Aber halt nicht, dass das unbedingt alles in unserer Gruppe stattfinden muss. Okay, sonst noch hierzu Beiträge? Ja. Vielleicht kann ich meinen Punkt von eben auch noch mal kurz verständlicher machen. Ich glaube, was so ein bisschen bei der Frage da ja auch mitgespielt ist, dass wir so ein bisschen dem im Weg stehen, Leute langfristig zu organisieren. Aber ich glaube viel eher, dass das eben eine Chance ist, eine Grundlage zu schaffen für Leute, sich langfristig zu organisieren. Dadurch, dass auch unsere Praxis eben so eng ist, dass es da eben... ja, keine Ahnung, nur darum geht, lokal sich irgendwie gut zu vernetzen oder hauptsächlich, dass wir dann eben uns auch freuen, wenn Leute dann zu beispielsweise Bildungsangeboten vom KJB gehen oder zu Lesekreisen vom KJB. Genau, dass es so eine Grundlage sein kann und dem nicht unbedingt im Weg steht, dass sich Leute langfristig organisieren. Okay, vielen Dank. Ich würde dann an der Stelle tatsächlich sagen, aller gute Dinge sind drei und wir geben nochmal Gelegenheit. Ich denke... Luft ist noch vorhanden hier vorne. Dann würde ich noch einmal tatsächlich Gelegenheit geben hier für weitere Fragen. Genau, einmal hier ganz vorne in, mit dem schwarzen Oberteil. Ja, vielen Dank an euch, dass ihr hier auf dem Podium seid und gesprochen habt. Es gibt verschiedene Art und Weisen, antifaschistische Praxis auf die Straßen zu tragen. Und meine Frage richtet sich jetzt an die Antifa-Gruppen, weil eben die Art und Weise, wie ihr das macht, eben themenbezogen ist. Indem ihr halt eben themenbezogen eine antifaschistische Gruppe gebildet habt. Aber wie wir wissen, reicht es nicht, oder beziehungsweise wie wir wissen, braucht es mehr, um den Faschismus wirklich nachhaltig zu bekämpfen, und zwar eben eine sozialistische Revolution. Wir müssen den Kapitalismus umstürzen. Was meine Sorge ist, bei so themenspezifischen Strukturen, auch wenn die wichtig sind und auch wenn die Arbeit, die sie machen und die ihr macht, wichtig ist, ist, dass ich die Sorge habe, dass sehr viele Leute dann einfach einseitig politisiert werden und eine ganzheitliche Politisierung nicht stattfindet. Und es aber schon wichtig ist zu wissen, dass um den Faschismus wirklich nachhaltig zu bekämpfen, es nicht reicht, Antifaschistin zu sein, sondern man Kommunistin sein muss. Und genau da würde ich halt euch fragen, wie würdet ihr auf diese Kritik und diese Sorge, die ich habe, reagieren? So, dann gibt es ganz hinten noch zwei Meldungen direkt hintereinander. Genau, die nehmen wir beide noch mit und schließen damit dann auch die Frageliste, genau. Hi, eigentlich wollte ich nur ganz opportunistisch fragen, Nordost, wie weit plant ihr Reinickendorf da irgendwann mit einzuschließen? Und am 21. Dienstag ist übrigens eine Demo, wo die JA aufläuft, ne? Also es wäre schön, wenn ihr kommt, also die Flyer sind verteilt. Das Zweite ist tatsächlich, ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, die Antifa ist jetzt für alles verantwortlich und wir müssen alle Aufgaben übernehmen. Es gibt bestimmte Sachen, wo jemand gut drin ist und welche Sachen, wo nicht drin ist. Und Antifa ist auch Bildungsarbeit und das passiert tatsächlich auch bei diesen offenen Antifa-Treffen, das passiert in den Jugendclubs. Aber ich sehe auch ganz viele Linke und auch viele Kommunisten, die immer nur mit sich selber diskutieren und ganz viel Theorie vor sich hertragen. Und ganz ehrlich, es braucht beides, also es muss schon fundiert dahinter stehen, aber zu sagen, dass die Antifa das jetzt auch noch mit übernehmen soll, kommt mit auf die Straße, quatscht die Leute da an. Also ganz ehrlich, dann also so Podiums sind wichtig, aber geht raus, redet mit den Leuten, ne? Also das vermisse ich ein bisschen, gerade in den Kiezen, gerade in Brandenburg, da sind Kommunalwahlen, kommt raus. Genau, ich hätte noch eine eher praktische Frage, vor allen Dingen auch an Larash. Ich denke, dass man oft das Phänomen kennt, dass junge, aktive Jugendliche, die aus solchen Vierteln kommen, wo die Nazis sehr stark sind, oft auch aus diesen Vierteln rausgehen, woanders Politik machen, aber eher weniger dort aktiv sind, wo sie dann wohnen, wo die Nazis stark sind.
Bei euch ist ja die Stärke, dass ihr gerade dort viele Jugendliche für diesen Kampf motivieren könnt. Da fände ich es spannend, wenn ihr darüber vielleicht ein bisschen berichten könnt, über eure Erfahrungen, wie ihr das auch schafft. Okay, vielen Dank für diese Fragen. Das werden leider auch die letzten für heute sein. Und ja, damit ist hier nochmal die Redeliste vorne eröffnet. Genau, ich glaube, Marco hat sich gemeldet. Genau. Moment. Ja, also wie gesagt, wir haben nicht den Anspruch, eine Massenorga zu sein, sondern unser Anspruch ist es halt irgendwie, so dieses Nerdwissen, was man vielleicht zu Faschestrukturen hat, was ja kommunistische Gruppen vielleicht auch oft nicht. Also klar, ihr befasst euch damit auf einer theoretischen Ebene und wie man Faschismus erklären kann, voll. Aber so oft ist es ja dann auch nicht so, dass man dann halt genau guckt, okay, wo sind welche Faschos aktiv, wo treffen die sich, wo begehen die irgendwelche Übergriffe oder so. Und das ist halt so unser Steckenpferd und das machen wir dann halt. Das heißt aber ja nicht, dass wir nicht alles auch Individuen sind, die teilweise auch noch in anderen Gruppen sind oder die sich halt in verschiedene Richtungen weiterbilden. Deswegen würde ich halt sagen, naja, wir haben halt schon alle den Anspruch, wie gesagt, wir sind alle in der radikalen Linken aktiv, ob jetzt Kommunist oder Anarchistin oder so. Und ja, deswegen, ich glaube, es ist halt einfach ein anderer Ansatz. Und ja, nach Reinickendorf würden wir gerne öfter kommen, es geht leider nicht immer, aber wir würden es auf jeden Fall bewerben und vielleicht mit ein paar Leuten am Start sein. Dann auch zur ersten Frage. Keine Ahnung, ganz persönlich würde ich dir auch zustimmen, ich bin Kommunist so, aber ich glaube deswegen auch, dass es, haben wir ja auch jetzt oft betont, gar nicht so ein großer Widerspruch ist. Also wir ermutigen die Leute, die mit uns Kontakt haben, sich weiter zu organisieren oder eben auch professioneller, langfristiger zu organisieren. Aber es war tatsächlich so, es gibt einfach in dem Gebiet, wo die NRJ aktiv ist, gibt es rote Gruppen und die konnten das Ganze nicht eingrenzen. Also die haben regelmäßig da Leute verprügelt und regelmäßig an Schulen ihre Nazi-Tags gesprüht und die wurden nicht weggemacht. Und deswegen ist es einfach wichtig, diese Lücke zu schließen und dann, keine Ahnung, muss man auch nicht überall Großkommunismus draufschreiben, sondern manchmal ist es vielleicht auch einfach wichtig, da wie gesagt, denen so ein bisschen nicht ihren Freilauf zu lassen. Und genau, also wir sagen nicht, kommt zu uns und wir sind die Endlösung und bleibt bei uns, sondern wir ermutigen natürlich weiter, auch so rote Bildungsangebote wie diese wahrzunehmen und sich vielleicht auch dann eben in einer anderen Gruppe zu organisieren. Natürlich freuen wir uns, wenn man bei uns bleibt und uns weiter unterstützt so, aber ich finde es ein bisschen schade, das so zu sagen, dass wir da im Weg stehen, das glaube ich nicht. Und am Ende muss man eben sagen, genau, diese Lücke war da und da haben sich die roten Gruppen nicht drum gekümmert und jetzt macht es eben eine Antifa-Gruppe so. Aber bei uns sind auch viele KommunistInnen, also das ist gar nicht jetzt so weit voneinander weg, glaube ich. Ja, dann nochmal Daniel. Genau, also ich denke, das ist total richtig zu sagen, man muss halt Praxis machen, muss den Leuten halt reden und diskutieren. Ich denke, das machen wir ja auch nicht einfach jeden zweiten Tag hier so eine Podiumsdiskussion, sondern wir stehen ja auf der Straße und diskutieren mit den Leuten in den Protestbewegungen zum Beispiel oder eben in unserem Umfeld, was diese langfristige Verankerungsarbeit eben letztendlich ja ist, diese Massenarbeit zu machen. Ich wollte eben auch nochmal nachfragen, ich finde die Frage wäre auch spannend, je nachdem, was ihr halt erzählen könnt oder wollt, ja, wie ihr letztendlich diese Jugend auch politisiert in eurem Viertel. Genau, das zum einen. Zum anderen denke ich, sind eure Kritiken jetzt auch nicht falsch. Also zu sagen, ja, rote Gruppen sind da, die kümmern sich nicht drum. Deswegen haben wir es halt selber in die Hand genommen. Ich denke, das ist halt eine richtige inhaltliche Kritik. Und da müssen wir halt einfach von lernen, wie man das tatsächlich macht. Und da wäre ich, also gerade für diesen Erfahrungsaustausch, wie du ja schon meintest, wäre ich sehr froh. Dafür haben wir dieses mit, ja. Deswegen sind wir auch mit auf diesem Podium letztendlich vertreten, um davon eben auch ja, zu lernen. Also auf jeden Fall können wir sagen, dass wir, glaube ich, sehr gut bei den anderen Jugendlichen in Pankow ankommen, vor allem durch unsere starke Praxis. Also wir sind auch theoretisch ein wenig dabei und versuchen uns auch weiterzubilden, deswegen sitzen wir auch hier. Aber dass wir vor allem
nicht die Menschen dazu zwingen, weiterzugehen, auch wenn wir können und wir ermutigen sehr gerne dazu, aber wir freuen uns, wenn sie kommen und dann etwas mit uns machen und dann ist es meistens eben nicht nur, dass wir im Plenum sitzen und alle möglichen Dinge besprechen, sondern sagen, okay, wir haben jetzt rausgefunden, da ist irgendwas in unserem eigenen Kiez und das stört die Menschen ja meistens selber, wenn sie sehen, dass da irgendwelche Rechten ihre Hauswände beschmieren, dass man dann selbst sagt, okay, wir können uns jetzt zusammenschließen und das entfernen und das Sympathie hervorruft und ja. Okay, vielen Dank. Gibt es noch hier aus der Runde sonstige Meldungen? Weil wenn nicht, dann würde ich diese Runde hier tatsächlich schließen. Ja, wir konnten hier sehr grundlegend über antifaschistische Arbeit diskutieren. Das fand ich sehr gut, sehr weiterbringend. Und ja, möchte vor allem nochmal wirklich einen herzlichen Dank aussprechen an Larage, an Nea, an die kommunistische Jugend, die uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank. Ja, damit ist auch die vierte und letzte Podiumsdiskussion dieser Konferenz hier geschafft. Und ja, damit habe auch ich genug geredet für heute und würde das Wort übergeben an meinen Genossen Ilja. Ja, vielen Dank auch nochmal von mir. Vielen Dank für das letzte Podium. Ja, liebe Genossen und Genossinnen, ein langer Tag liegt jetzt auch hinter uns. Wir haben ihn mit digitalem Klassenkampf begonnen, von der Situation des Klassenkampfs in Frankreich, der Türkei und Griechenland gehört, über kommunistische Organisierung im 21. Jahrhundert, Parteiaufbau und revolutionäre Solidarität diskutiert und wir haben uns gerade eben mit antifaschistischer Theorie und Praxis beschäftigt. Ich hoffe, dass ich euch bei meiner Begrüßung am Anfang dieses Tages nicht zu viel versprochen habe und alle TeilnehmerInnen, sowohl die, die heute auf dem Podium sitzen durften, als auch das Publikum, etwas mitnehmen konnte vom heutigen Tag. Wir haben gesehen, wie solidarische Diskussionen aussehen können, wenn wir alle mit dem Anspruch aneinander herantreten, unser Wissen zu erweitern, zu teilen und Erfahrungen auszutauschen. Jetzt gilt es, die Diskussionsergebnisse in die Praxis umzusetzen und ich wünsche allen Projekten, Gruppen und Organisationen und allen einzelnen GenossInnen sehr, sehr viel Erfolg dabei.